Gut, im Gegensatz zu den meinen Vorrednern werde ich jetzt ein bisschen was über Packet Filtering unter Linux erzählen. Passt so ein bisschen rein, weil wir jetzt ja viel über Routing gehört haben. Vielleicht noch kurz, was ich machen will. Ich möchte, also Vorstellung hatten wir ja schon grob. Dann ein bisschen was allgemein zu Packet Filtering. Das wird sehr allgemein werden. Also die Basics erklären. Dann, wie funktioniert IP-Tables, wie die Netfilter-Usage ist. Und dann noch was über Best Current Practices erzählen. Also nachdem man so ein bisschen die Theorie erläutert hat und ein bisschen was gezeigt hat. Und übers Rule Management, weil das ist immer ein Thema voller Missverständnisse. Was vielleicht auch noch interessant ist, womit kann mir IP-Tables vielleicht noch helfen? Weil das ist nicht nur ein Paketfilter, sondern ich kann auch andere interessante Sachen damit tun. Und wenn die Zeit noch bleibt, vielleicht noch einen Ausblick auf, wie geht es mit Linux-Paketfiltern weiter. Gut, Vorstellung hat Florian netterweise schon für mich erzählt. Ich mache ein bisschen Embedded-Zeug und das können wir dann aber auch später gerne beim Bier vertiefen. Ich würde mich jetzt erstmal ums Topic widmen. Diese Folie ist von meinem Arbeitgeber. Darf ich kurz zeigen für den Stream? Mache ich aber jetzt einfach direkt weiter. Wir machen ein bisschen was mit Cloud und anderen virtualisierten Geschichten. Man kann uns kaufen und wir sind coole Leute. Das heißt, wir suchen immer neue Leute, die für uns arbeiten und mit uns arbeiten. Gut. Vielleicht ein kleiner Poll am Anfang. Wer kennt IP-Tables? Das sind noch viele. Wer hat IP-Tables verwendet? Wer hat IP6-Tables verwendet? Oder wird es schon ein bisschen weniger? Oh, da hinten noch eine Meldung. Wer hat schon mal IP6-Tables oder IP-Tables-Regeln von Hand geschrieben? Ach, Mist, dann brauche ich euch ja eigentlich gar nicht so viel erzählen. Das heißt, ich kann gleich die ersten 30 Folien überspringen. Und wer benutzt Linux mit IP-Tables auf einem Router? Ah, okay. Und wer macht anderes Zeug außer Packet-Filtering damit? Oh, das wird spannend. Okay. Und wer benutzt Docker? Die haben nämlich, alle die sich vorher bei der vorherigen Frage nicht gemeldet haben, haben wahrscheinlich implizit schon mal IP-Tables verwendet. Und für die Leute, die das selber managen, wie groß ist euer Ruleset? Ja? Zehn? Süß. Genau. Wir bleiben heute mal ein bisschen kleiner. Also ich fange erstmal mit einem kleinen Einstieg an. Und zwar mit den Paket-Filtering Basics. TCP-Pakete, IP-Pakete im Allgemeinen haben immer irgendwelche Eigenschaften. Kennen wir alle. Source- und Quelladresse, welches Protokoll tragen sie. Wenn wir von TCP und UDP sprechen, meistens haben sie irgendwelche Portnummern, eine Quellenportnummer, eine Zielportnummer. Wenn wir von TCP sprechen, haben sie irgendwelche Flex dran stehen, wie SYN, ARC, FIN, RESET, was auch immer. Manchmal haben sie sogar noch ein bisschen Content dabei. Und anhand dieser Eigenschaften können wir Pakete erstmal selektieren und irgendwas mit ihnen tun. Und das ist Paketfiltern. Also im Prinzip bin ich jetzt schon fertig und könnte jetzt gehen, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Mist. So, Filtering Philosophien. Man kann mal einfach von oben nach unten Regeln runterschreiben. Es gibt auch How-Tos für, die sind meistens ein bisschen älter, die von IP-Tables für IP-Tables geschrieben worden sind, weil IP-Tables ist mittlerweile ja auch fast volljährig, nämlich das ist seit 2001, glaube ich, im Kernel. Und da wird so ein bisschen darüber erklärt, wie man das baut, aber sie schreiben nicht ganz genau, wie könnte ich denn vorgehen, dass man dass das Netz halbwegs sicher ist. Weil Sicherheit und Paketfilter sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, aber man kann die Sicherheit ein wenig erhöhen. Das eine ist, wir machen Whitelisten. Wir erlauben, wer irgendwas darf. Alles ist erstmal verboten und dann erlauben wir explizit Sachen, die erlaubt sind. Wie zum Beispiel, ein Webserver sollte unbedingt mal SSH nach draußen sprechen. Ein Webserver sollte HTTP nach draußen sprechen oder HTTPS, aber vielleicht SSH nicht nach draußen, sondern das vielleicht nur ins interne Netz. Das sind so Beispiele. Das andere ist Blacklisten. Alles ist erlaubt, aber ich verbiete irgendwas, was nicht erlaubt sein sollte. Das ist die etwas unsichere Variante, dazu später vielleicht noch mehr. Da vielleicht gleich schon ein Best Current Practice dazu.
immer bei einer Strategie bleiben, keinen Mischmasch verwenden und am besten die Variante nehmen, wo Regelsets einfach und dumm sind und immer noch lesbar sind, nachdem man sie auch mal 6 Monate nicht angeschaut hat, je nachdem, wie aktiv sein Netzwerk ist. Das ist IP Tables. Ich zeige euch das nur kurz, weil das ist nicht das alles, was ich heute machen möchte. Don't panic. Das kann man alles damit machen und deswegen gehe ich auch direkt weiter. Ich fange nämlich erstmal an, wo kann man filtern? Weil wir möchten ja Paket filtern nur erstmal. Und dazu gibt es die sogenannten Tabellen in IP-Tables, da komme ich gleich noch zu. Ein Paket kommt, kommt hier am Ingress rein, also in irgendeiner Netzwerkkarte rein. Das nennt man auch im Netzwerk-Speech manchmal Ingress. Dann wird eine Entscheidung gefällt. Ist das ein Paket, was für mich als lokalen Host ist? Oder ist das ein Paket, für das ich mich nicht zuständig fühle? Und das wird geroutet über mich, also über dieses Netzwerkgerät, was der Router ist. Wenn es sich um ein lokales Paket handelt, dann gibt es zuerst den Input-Chain. Und dann, wenn da nichts passiert und das Paket akzeptiert worden ist oder nicht akzeptiert worden ist, wenn es nicht akzeptiert worden ist, dann sieht die Application es nie, aber wenn es akzeptiert worden ist, dann wird es dann vielleicht bei unserem Server ankommen. Dann generiert die Applikation ja meistens vielleicht noch eine Antwort, dann läuft es durch den Output-Chain und wird dann auch wieder auf der anderen Seite den Rechner an irgendeinem Netzwerkport verlassen. Ist das Paket geroutet, läuft es durch den Forward-Chain und da ist ein Fehler im Bild, wie ich gerade sehe. Das werde ich nachher korrigieren. Wer sieht den Fehler? Nur einer? Okay. Ah, da hinten. Das ist richtig, zumindest nicht in diesem Bild. Genau. Dieser Pfeil, der von der Forward-Chain zur Output-Chain geht, müsste eigentlich direkt zum Egress gehen, also zu dem Netzwerkport, der an dem Rechner ist und dort wieder rausgeht. Also was vielleicht eben eingeworfen worden ist, ich habe nach dem Fehler gefragt, dieser Strich zwischen Forward und Output ist falsch, der musste direkt nach Egress gehen. Gut, wird korrigiert später. Bisschen was zu IP-Tables und das Userland. Weil ich mache jetzt so ein bisschen einen Quereinstieg, weil ich möchte auch noch ein bisschen was zeigen. Das heißt, ich möchte auch ein bisschen mit der Praxis ein bisschen was erklären. Es gibt die Userland Utilities, die nennen sich auf der Kommandozeile IP-Tables und IP6-Tables und das ist nicht alles. Es gibt noch 2, 3 weitere Utilities, die ganz händisch sind. Wichtig ist eventuell IP-Tables-L, das listet Regeln auf. IP-Tables S ist ein bisschen einfacheres Auflisten, aber das ist maschinenlesbar. Und dann gibt es natürlich das Übliche, wie erzeugt man Regeln wie löscht man Regeln. Dann gibt es irgendwas über Chains. Dazu komme ich gleich. Und wenn man Regeln löschen oder ganze Chains oder Regeln löschen möchte, dann benutzt man IP-Tables -F. Und dann gibt es noch Policies. Dazu ein wenig mehr. Also wenn ihr Fragen habt, fragt. Es gibt Tables. Was sind Tables? Das heißt ja IP-Tables. Das ist ein Begriff, sind eine ganze Menge Ketten von Regeln abgelegt. Listen von Regeln. Und wir kümmern uns in der heutigen, oder erstmal nur um die sogenannte Filter-Table, wo wirklich Paket-Filtering passiert. Davon gibt es noch ein paar mehr. Da gibt es NAT, was auch immer damit macht, Mängel, RAW und sogar, ich glaube, es ist eine Security-Table gibt es auch noch. Da kann man dann Sachen mit irgendwelchen Security-Modules wie zum Beispiel SE Linux, IPArmor und so weiter tun. Gut, was sind Chains? Das sind Listen von Regeln, die abgearbeitet werden. Da gibt es einige, die sind eingebaut. Die eingebauten, das sind die Einsprungspunkte, die die Pakete durchlaufen. Hier habe ich die 3, die für die Filterregel sehr wichtig sind. Das ist einmal der Input-Chain, der Forward-Chain und der Output-Chain. Da sind immer nur Listen von Regeln drin, wo ich auf Eigenschaften von Paketen halt matchen kann und daraufhin Actions durchführen kann. Und das sind dann die Rules. Aber vorher müssen wir noch Policies klären.
Da ist das, was ich eben erwähnt hatte. Und zwar Whitelist versus Blacklist Filtering. Ich kann Pakete, also so eine, es gibt Regeln, die ich dort einfüge. Und ich, wenn diese Liste der Regeln keinen Treffer hat, dann passiert halt nichts. Aber dann greift die Policy. Und da kann ich dann halt sagen, dass Pakete zu, wenn keine Regel greift, standardmäßig weggeworfen werden oder standardmäßig akzeptiert werden. Das sind Policies. Das nennt sich Drop and Accept. Da sage ich gleich zu noch was. Dann gibt es Regeln. Hatte ich eben erwähnt. Und eine Regel besteht immer in der Regel aus einem Match und einem Target. Match ist das, sind die Eigenschaften in einem IP-Paket, auf die ich filtern möchte, wie zum Beispiel, ich möchte alle TCP-Pakete, die eine neue Verbindung signalisieren auf Port 22, also eine eingehende SSH-Verbindung, und dann soll die zum Beispiel akzeptiert werden. Das wäre ein Target. Dann vielleicht noch etwas, das hatte ich eben gesagt, es gibt die Built-in-Chains, das ist der Entry-Point, wo die Abarbeitung des Regelsets abgearbeitet wird. Und dann werden alle Regeln, die da drin stehen, von oben nach unten abgearbeitet. Und dann gibt es First Rule Matches. Die erste Regel, die greift, ist meistens auch die beendende Regel. Es gibt ein, zwei Ausnahmen. Da würde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Und dann als letztes greift die Policy. Fun with the Shell. Damit wir auch ein bisschen praktisch sind, habe ich mal hier ein bisschen was vorbereitet. Kann das auch hinten überall gelesen werden? Ah, für den Stream etwas größer. Okay. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich zeige euch mal, wie so ein Regelset ausschaut. Da hatten wir einiges gelernt, oder hatte ich eben bereits gezeigt. Dafür gibt es IPTables-L. Da steht drin die vordefinierten Built-in-Chains. Hier der Input-Chain, hier der Forward-Chain und natürlich hier auch der Output-Chain. Und hier sind keine Regeln zu sehen, zumindest zeigt uns das eben an. Ich benutze manchmal, oder es ist sehr häufig eine schöne Sache, das Ganze mit N zu verwenden. Das bedeutet, wenn da IP-Adressen drin stehen, werden die nicht versucht aufzulösen, was eventuell Seiteneffekte haben könnte, wenn irgendwelche Tabellen volllaufen oder dann der DNS-Server nicht antwortet, was denn dazu führt, dass das Auflisten dieser Regeln dann sehr lange dauern kann. Ändert sich jetzt hier an dieser Stelle erstmal nichts. Was noch ein sehr schönes Feature ist, ist -V. Dann zeigt er einem auch noch Statistiken an. Das macht er dann später auch für die Regeln, und zwar, wie viele Pakete die Policy erreicht haben, also weil sie bis zum Ende durchgefallen sind und keine Regel getroffen hat, und wie viele Bytes in diesen Paketen insgesamt sind. Das kann ich jetzt hier zum Beispiel mal machen. Ich schicke mir mal selber einen Ping. Ping! Und jetzt zeige ich mir das nochmal an. Und jetzt sehe ich, ich habe zwei Pings geschickt, habe aber in der Input-Policy vier Pakete. Komisch. Anfrage und Antwort auf den Ping, also das Ping-Pong. Deswegen habe ich vier Pakete und insgesamt habe ich 336 Bytes in IP-Größe verpackt. Also es geht hier um die IP-Pakete. Gut, jetzt hatte ich hier was vorbereitet, und zwar, ich wollte ja ein bisschen was zu den Policies erzählen. Das heißt, ich lasse diesen Ping jetzt einfach mal weiterlaufen. Bitte? Ja? Ich wiederhole die Frage gern für Florian, damit er beim nächsten Mal bereit ist. Warum das vier Pakete waren? Ein Ping ist immer ein sogenanntes ICMP-Paket vom Protokoll ICMP, IP-Protokoll ICMP. Und da steht drin, bitte schick mir eine Antwort, ein Echo. Und daraufhin, das ist die Anfrage auf ein Echo. Und die Antwort ist Echo Reply, also das Antwortpaket. Das heißt, für jedes Ping-Paket kriege ich ein Pong zurück. Und deswegen alle zwei Ping-Pakete. Vier Pakete insgesamt wegen Antworten. Das ist eine sehr gute Frage. Also,
wir gehen hier über das Loopback-Interface, weil wir uns selber anrufen, weil ich mich selber anpinge. Es wurde gefragt, warum das denn auf allen Chains zu sehen war, weil wir hier die Loopback, Local Loopback-Adresse angepingt haben, weshalb diese Pakete beides mal im Input und im Output auftauchen. Gut. Das nächste Mal bin ich ein bisschen langsamer. So, jetzt mache ich mal mit dem Ping weiter und lasse den laufen im Hintergrund. Und jetzt kann ich mit IP-Tables minus P für Policy setzen, den Input-Chain sagen, bitte, wenn keine Regel matcht und unsere Regelliste ist derzeit leer, werfe die Pakete weg. Passiert nichts mehr. So, und an diesem Beispiel möchte ich einmal kurz erläutern, wie sich so eine typische IP-Tables-Regel zusammensetzt. Das hier habe ich durchgeführt und wir sehen, ja, Pakete kommen nicht mehr an. Alles schlimm. Das Ganze können wir noch ein bisschen aufbauen. Wir können jetzt gucken, wie nehmen wir denn solche IP-Pakete wieder an, IP-Tables. Wir fügen eine Regel an in den Input-Chain. Bitte akzeptiere mir IP-Pakete vom Protokoll ICMP. Und akzeptiere diese. Das heißt, ich habe eine Regel mit einem Match. Also gucke dir die Eigenschaften von dem Paket an und akzeptiere diese, also tue was mit diesem Paket. Und, oh Wunder, die Pings gehen wieder durch. Natürlich experimentiere ich jetzt hier, wird mir jetzt jemand irgendwie im Hinterkopf sagen, das ist ja nicht praktisch, weil ich das alles auf Localhost mache. Klar. Wenn man größere Regelsets baut, ist das ein bisschen schwieriger. Es geht hier unter anderem auch zu zeigen, wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. Genauer gesagt, für Ping brauche ich eigentlich nur zwei verschiedene Pakete, weil um noch ein bisschen tiefer zu gehen. Das hatte ich, steht auf der Folie bereits. Ich lösche diese Regel wieder. Also ich kann sie mir erstmal anzeigen lassen, dass sie auch da ist. Und jetzt sehe ich auch, es befindet sich eine Regel im Input-Chain, der die Policy-Drop hat. Und die erlaubt ICMP. Ich lösche diese Regel wieder. Dafür habe ich zwei Möglichkeiten. Ich nehme jetzt die Halsamer-Methode. Ich lösche alle Regeln in diesem Chain. Und schon hört der Ping wieder auf. Oh Wunder. An der Stelle kann man jetzt sagen, bitte akzeptiere jegliche ICMP-Pakete vom Typ Echo. IP-Tables sind an der Stelle sehr praktisch, gerade wenn man es auf der Kommandozeile Regeln zusammenbauen will. Also erstmal hat es eine tolle Hilfe. Okay, es gibt auch Man-Pages, die relativ ausufernd ist. Aber wenn ich ihm schon sage, ich möchte mich um ICMP kümmern, dann gibt es immer das minus minus help und dann sieht die Hilfe ein bisschen anders aus. Ich scrolle langsam hoch. Und er sagt mir genau, was ich mit dem ICMP direkt filtern kann. Okay, es gibt auch Man-Pages. Dazu gleich später noch einmal ein kleiner Hinweis auf den Folien. Und hier nehme ich den ICMP-Type. Was war das? Echo Request? Ja, genau. Und accepte diese. Das ist zauberhaft. Nein. Ah. Sehr gut. Gut aufgepasst. Ich wollte noch gucken, ob ihr noch wach seid. Gut. An der Stelle gucken wir uns einfach nochmal das Regelset an. Jetzt sind befinden sich zwei Regeln drin. Einmal für das ICMP-Paket vom Typ 8. Das ist der Request und das für die Antwort, fürs Reply. Und hier sehen wir dann auch, hätte ich das symmetrisch gemacht, also die Regeln zur gleichen Zeit eingefügt, dann sollten das die gleiche Anzahl von Paketen sein. Gut, zurück zur Folie.
Das ist mit dem Hinweis, be more precise und warum das funktioniert. Wir können also immer genauer Regeln spezifizieren und man kann nicht nur einen Match bauen. Dazu vielleicht noch einmal kurz fürs Protokoll und für die Folien, die man später nochmal nachlesen will, einmal markiert, was ist die Policy, die setzen wir dort oben. Dann haben wir hier den Chain, der Match, der ist hier ein bisschen genauer in der unteren Variante und hinten das Target. Nicht jede Regel muss ein Target haben. Es gibt auch Regeln ohne Targets. Das ist für Statistiken ganz interessant, weil er ja hier diese Counter hat. Also wie viele Pakete angenommen worden sind, wie viele Bytes das waren. Das kann man auslesen und eventuell auch in irgendeiner Metrikdatenhalde versenken und sich schöne Graphen draus machen. Jetzt vielleicht nicht für Ping, ist ein bisschen langweilig, aber da gibt es durchaus Einsatzzwecke dazu. Gut, ICMP ist easy. What about TCP-Space-Services, also zum Beispiel SSH? Ich habe jetzt in meinem Test-Docker-Container, also ich mache erstmal mein Regelset wieder leer. Der Mann mit dem Mikro kommt. Okay. Ich möchte nur die letzte Regel löschen. Wie mache ich das? Ja, das geht. Hatte ich in den Folien vorne mal erinnert. Genau, hier sind ein paar schöne kleine händische Sachen. Listen habe ich jetzt gezeigt und Einfügen von Regeln habe ich auch gezeigt. Du kannst auch Regeln löschen. Und zwar einerseits anhand der Regelnummer. Wo steht sie in der Nummer? Also in der Liste, welche Nummer sie trägt. Und du kannst auch sagen, lösche mir alle Regeln, die eine gewisse Eigenschaft tragen. Also zum Beispiel lösche mir alle, die auf ICMP-Pakete matchen. Das geht. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Die Lösung habe ich hier schon gemacht. Ich habe jetzt hier in diesem Docker-Container, den ich hier ein bisschen mit höheren Privilegien starte, weil sonst dürfte ich dort keine IP-Tables ausführen, habe ich einen Drop-Bier am Laufen. Der lauscht natürlich auch auf 127.0.1. Und wenn ich auf Port 22 nachfrage, dann funktioniert das nicht, weil Minus F ist toll. Ja, es löscht alle Regeln, aber setzt die Policies nicht zurück. Genau. So, ich möchte jetzt, dass ich hier eine Antwort bekomme für meinen Dienst. Ob ich das jetzt mit SSH mache oder mit einem HTTPS oder einem HTTP-Dienst oder einem Mail-Server, der SMTP spricht oder irgendwelche anderen Facetten, ist total wurscht. Es geht hier um das Beispiel. So. Gut, IP-Tables. A. Ich möchte was in die Input-Regel einfügen. In den Input-Chain einfügen. Einem der Built-In-Chains. Diesmal kümmern wir uns um das Protokoll TCP. Und dann gibt es etwas, um den Zielport abzufangen. Oder anzugeben. Und bei SSH ist das Port 22. TCP hat jetzt noch ein paar weitere Eigenschaften. Es ist ja das Transmission-Kontrollprotokoll, das kümmert sich also auch so ein bisschen darum, ob Pakete verloren gegangen sind oder auch nicht. Das heißt, wenn mal eine Verbindung aufgebaut worden ist, dann kümmert sich es auch um die Integrität der Daten, die übertragen worden sind. Deswegen muss ja erstmal eine Verbindung aufgebaut werden. Dafür gibt es einen Flag. Das ist das SYN-Flag. Das heißt, ich greife auf die Eigenschaften dieses Paketes zu und nehme immer nur die Pakete, diese Regel soll nur die Pakete matchen, die eine neue aufzubauende Verbindung beschreiben. Und das mache ich hiermit. Und dann akzeptiere ich dies. Dann kann ich ja mal ausprobieren. Geht immer noch nicht. So, jetzt gucke ich einmal hier jetzt rein, mache ein iptables-n-v-l. Und er sieht, drei Pakete sind schon akzeptiert worden, aber trotzdem ist die Verbindung nicht zustande gekommen. Eine Idee? Für die Leute, die nachgedacht haben? Oder, ja? Die Antwort war bezüglich des ACK-Pakets. Aber die Frage, warum das nicht geht, dass es eventuell daran liegt, dass die Verbindung nicht geackt worden ist, also aufgebaut worden ist. Genau das ist der Punkt. Das müssen wir nämlich auch noch tun.
Gucken wir doch mal. Nimm doch bitte alle die Pakete an, die auf Zielport 22 sind. Nee, auf dem Quellport 22 haben. Nee, den Zielport 22 haben und keinen Syn tragen. Ah, ich glaube, ich habe es verdreht. Wenn man mit Localhost spricht, dann werden manchmal Sachen etwas verwirrt. Ja. Genau. Zur Erklärung. Die Rückroute einer TCP-Verbindung trägt natürlich als Quelladresse oder das Quelladress, Quellport und Zieladress, Zielport. Die Ports sind vertauscht an der Stelle. Und deswegen greift die zweite Regel. Das heißt, ich muss hier sagen, bitte akzeptiere alle Antwortpakete, die als Quellport in 22 haben, so dass ich mit mir selber reden kann, weil ich jetzt auf Localhost spreche. An der Stelle auch wieder. Welcher Chain? Was ist der Match? Und was tue ich mit dem Paket? Also, Chain, Match, Target. Da hinten ist eine Frage. Die Frage war, ich mache das jetzt von Hand und gehe auf die Eigenschaften und den Paketen ein und mache das über die Flex der TCP-Verbindung. Ja, das kann man auch anders lösen. Das kann man zum Beispiel mit Contract machen. Das kommt später noch, weil da kommen noch ein paar Implikationen mit rein, wenn wir das damit machen, die vielen Leuten, die im Heimnetzwerk nicht auffallen, aber wenn man das Large-Scale macht, platzen einem dann auf einmal Rechner. Man kann sie vielleicht auch noch nicht mal mehr administrieren. Aber dazu gleich später noch mehr. Gut. Die Lösung ist genau das. Negated Match. Man könnte natürlich jetzt auch einfach hingehen, das ist jetzt die einfache Variante, die ich hier geschrieben habe. Akzeptiere alle TCP-Verbindungen, weil der Host möchte ja auch vielleicht mal mit anderen Leuten, anderen Hosts reden, die keinen Syn-Flag tragen. Normalerweise sollte ich da nicht drauf antworten. Manche Leute tun es trotzdem, aber in der Regel funktioniert das so ganz gut. Das nennt sich Stateless Filtering an der Stelle. Im Gegensatz zu dem, was die vorherige Frage an betrachtet hat, dass man Sachen auch stateful betrachten kann, und zwar mit Connection Tracking. Ein kleines Caveat noch, oder ein schönes, nettes Detail. Hier an dieser Stelle, ich kann Matches auch negieren, indem ich ein Ausrufungszeichen davor schreibe. Der Backslash steht davor, damit die Shell das akzeptiert. Oder das Shell-Skript das. Sonst wird sich eine Bash eventuell beschweren oder eine ZSH. Gut, zu den Targets. Accept und Drop haben wir schon kennengelernt. Beides können Targets sein für Policy and Targets. Also, was mache ich damit? Worauf ich später noch eingehe, es gibt noch weitere Targets, zum Beispiel Reject, um ein bisschen höflicher Pakete abzuwählen, die man annimmt oder auch nicht annimmt. Dann möchte man eventuell auch Pakete ein bisschen loggen, die ankommen. Zum Beispiel, ich habe in meinem Netzwerk oder auf Hosts irgendwelche Regeln definiert und ich habe die gewitelistet, also was soll erlaubt sein, aber ich sehe trotzdem Traffic irgendwo anders ankommen. Dann kann ich das loggen lassen. Nicht unbedingt immer sinnvoll. Man sollte, je nachdem, wie viel Log-Nachrichten oder wie viel Traffic dort ist, da ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann noch sehr viel mehr damit, oder es wird dann eventuell sehr viel Log-Nachrichten generiert. Es gibt noch viel mehr davon. Ich habe mal als dieses gelbe Fenster, es funktioniert auf einem aktuellen Stretch, auch vielleicht schon bei älteren Varianten, Man-IP-Tables-Extensions. Das ist ein bisschen neuere Man-Page. Da steht drin, welche Targets und Matches es alles gibt. Was ich eben schon gezeigt hatte, ist mit -m-extension beziehungsweise -j für Targets kann ich immer hinten dran --help schreiben und das, was IP-Tables dynamisch nachgeladen hat, also da passieren magische Dinge im Hintergrund, für dass da Bibliotheken nachgeladen werden oder Module nachgeladen werden im Linux-Kernel beziehungsweise im Userland, dass die Hilfe dann automatisch ergänzt wird, so dass man zumindest, wenn man aktiv damit rumexperimentiert, immer gucken kann, welche Kommandozeilenoptionen man dort hat.
Gut. Eine Sache habe ich vergessen. Und zwar User-Created Chains. Man möchte öfters mal komplexere Regelsets aufbauen. Und es gibt jetzt diese drei Einstiegspunkte, die ich am Anfang erwähnt hatte beim Filtern. Und zwar Input, Forward und Output für lokal eingehende Pakete, für zu routende Pakete und für ausgehende Pakete. Damit man es ein bisschen einfacher haben kann, könnte man sagen, ich konzipiere das ein bisschen nach, oder ich strukturiere das ein bisschen nach Interfaces oder nach Netzwerkkarten, wo es reinkommt, beziehungsweise nach Quellen, wo die Pakete herkommen. Und dafür kann man User-Created Chains verwenden. Coole Matches hatten wir eben schon ein paar gehabt. Und zwar einerseits kann ich auf Protokolle matchen, dann kann ich auch auf Incoming Network Interfaces matchen. Also wo kommt etwas her? Kommt es aus meiner Fritzbox? Kommt es von meinem DSL? Dann kann ich Matches aktivieren. Also hier geht es um das Protokoll, was im IP-Header steht. Hier geht es darum, also bei dem Matches, alles wo M vorsteht, kann ich zusätzliche Optionen definieren, wie zum Beispiel Quellport, Zielport, Flex, beziehungsweise ich kann noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel Pakete limitieren. Wie oft dürfen sie in einem Zeitfenster oder angenommen werden? Ich kann auf die Payload im Paket matchen mit String. Ich kann mir Regelsets vereinfachen, indem ich Mengen von IP-Adressen oder Ports anlege. Ich kann auch ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten spielen, wie zum Beispiel verwerfe jedes achte Paket, also verwerfe 12,5% aller Pakete, die ankommen. Oder wenn man im deutschen Beamtentum lebt, könnte man, Entschuldigung, no offense, könnte man auch sagen, mein HTTP-Server ist nur von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Genau. Dann arbeitet er aber länger als 8 Stunden. Ich weiß nicht, ob das in den Arbeitsschutz passt. Der andere Ausweg ist, oder was auch noch sehr cool ist, und das hatte ich eben schon erwähnt, ist das Connection Tracking. Das macht man mit dem Match City State, beziehungsweise früher State. Da kann ich drauf gucken, ist die Verbindung dem Rechner bekannt oder ist sie zu irgendeiner Verbindung related, invalid oder ist es eine neue Verbindung. Dazu jetzt mehr. Eben hatte ich das Paket mit dem Syn-Match alle eingehenden Pakete genommen. Jetzt könnte ich einfach mal diese beiden Pakete herausnehmen. Minus D Input 2 IP Tables. So, ich kann auch Regeln einzeln löschen, um nochmal auf die Frage von eben einzugehen. Jetzt dürfte mein Verbindungsaufbau nicht mehr funktionieren, weil die Regel, anfragen kann ich, aber die Antwort wird ja nicht mehr akzeptiert. Jetzt kann ich hingehen und sagen, IP Tables, E-Input, M-Contract, CT-State, Established, also aufgebaute Verbindung und Related. Und die akzeptiere ich. Oh, die Regel hat er sogar aus dem Stegreif gefressen. Jetzt habe ich eine zweite Regel. Und jetzt funktioniert das auch wieder. Das ist quasi die allgemeine Regel, aber jetzt habe ich Connection Tracking aktiviert. Connection Tracking ist ein cooles Feature. Es sorgt dafür, dass Regelsets einfacher werden. Ja, aber es hat einen Memory- und Compute-Overhead. Und dadurch kann man in größeren Umgebungen gedDoSt werden oder sich selber DDoSen. Schon selber erlebt. Hallo. man kann ein bisschen tiefer in Pakete, also der Kernel muss dabei ein bisschen, oder der IP-Stack muss genauer, muss ein bisschen tiefer in Pakete reinschauen. Er muss eine Tabelle führen über Pakete, über Verbindungen, was auch immer eine Verbindung ist, die bekannt sind. Für TCP ist das kein Problem. Was ist mit UDP-basierten Protokollen? Was ist mit FTP? Was nun mal etwas schräg ist, von so wie die Ports gewählt werden. Was ist mit Voice-over-IP-Protokollen? IRC braucht auch für Direct Chats zum Beispiel einen Special Handler.
Darum kann man, da kann man bei IPTable sogenannte Helper nachladen und dann kümmert er sich darum und dann ist man mit dieser Regel, die ich eben eingefügt hat, vollkommen zufrieden und er sagt, alles funktioniert, weil alles, was alle Verbindungen, die established oder bekannt zu einer establisheden Verbindung sind, also related, auch automatisch akzeptiert werden. Dadurch muss er immer über erwartete Pakete, die demnächst kommen, eine Tabelle führen, also eine Table of Expectations. Und das hat, we have a state, state kills. Und das tut es in Clustern, sonst wie auch. Man kann schöne HA-Firewalls bauen mit IP-Tables. Wenn man Contract verwendet, funktioniert das nicht immer so gut. Das heißt, ja, wir haben vielleicht mehr Sicherheit, aber maybe, weil wir haben mehr Code, der durchlaufen werden muss, weil wir noch Tabellen filtern müssen, Pakete mehr analysieren müssen und mehr Code ist mehr komplex. Das heißt, es ist eine gefühlte Sicherheit. Und das sollte man zu Hause machen, nicht im Datacenter. Ich habe schon DNS-Server umfallen sehen, wegen vielen kleinen Paketen. Was wir auch schön gewinnen, ist wie getNut. Und das Bild ist für Max. Es geht um Enten. Network Address Translation. Das macht ihr, macht eure Fritzbox bei euch zu Hause für IPv4 oder euer, wie wir auch gelernt haben, euer Provider irgendwo bei sich im Rechenzentrum und nochmal bei euch auf der Fritzbox für DS-Lite. Da werden Adressen umgeschrieben. Das heißt aber auch, dass diese Tabellen ständig getrackt werden müssen und deswegen fallen diese Systeme ständig um, wo dieses NAT gemacht wird, weil das echt viel Ressourcen kostet und gerade bei viel Traffic, der darüber geht. Und das andere ist, es gibt auch nur eine gefühlte Sicherheit, weil es versteckt zwar den Address Space hinter dem Netzwerk, auf, hinter einer einzelnen IP zum Beispiel, aber man kann trotzdem herausfinden in der Regel, wie viele Hosts dahinter stehen und wie viele Clients das denn wirklich sind. Für zu Hause natürlich, für IPv4 benutzt und was immer gesagt wird, it's not a security feature, aber es wird häufiger trotzdem deswegen verwendet. Es gab mal eine alte Version von der PCI-Spezifikation, also wo es um Bezahlen via Internet geht, wo drin steht, wir brauchen NAT. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Dieses Bild habt ihr eben schon mal gesehen. Es ist auch derselbe Fehler drin, ja, ich weiß. Die nächste Folie wird aber richtig, weil wir mit NAT nämlich was dazu bekommen. Das, ihr seht, das Bild wird komplexer. Die Pakete fallen hier rein. Hier wird entschieden, wird es geroutet oder nicht. Wenn es lokal ist, wird es in den Input-Chain gegeben. Der Weg bleibt beim alten. Was sich ändert, wenn die Pakete wieder emittiert werden, laufen sie erst ins Pre-Routing, in den Output-Chain rein und gehen dann, also in den Output-Chain der NAT-Tabelle und gehen dann in den Output-Chain der Input-Tabelle und werden dann, verlassen dann das Netzwerk oder den Rechner wieder. Was man da machen kann in diesen Post- und Pre-Routing-Chains ist, man kann im Pre-Routing die Zieladresse umschreiben und im Post-Routing oder im Output die Quelladresse umschreiben. Im Output kann man auch die Zieladresse umschreiben. Und das ermöglicht interessante Sachen, wie zum Beispiel SNAT und DNAT. Zu Hause wird meistens sowas ähnliches wie Maskrate verwendet. Wenn man statische IP-Adressen hat, sollte man eher SNAT verwenden als das Masquerade. Was man auch machen kann, ist Debugging Aids oder transparente Proxys bauen mit Redirect und T-Proxy. Früher hat man gerne mal so einen Squid zu Hause aufgesetzt, der allen Port 80 Traffic zu sich genommen hat und lokal gecached hat, um Traffic zu sparen. Das funktioniert heute auch noch, aber mit HTTPS ist das ein bisschen schwieriger, weil Zertifikate ja nicht, man hat kein Google-Zertifikat zu Hause. Doch, kann man haben, aber das ist halt nicht sicher und nicht dasselbe. Dann ein bisschen was über, also soweit erstmal klar, ich bin auch ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Bisschen was, ein Best Current Practice. Es gibt Whitelist Filtering, sollte man machen und am besten die Policies setzen und zwar Drop, Drop, Drop für Forward und Input. Ob man das für den Output Chain auch machen will, ist eine Frage des Geschmackes. Das soll jeder selber für sich entscheiden. Oh, da hinten ist eine Frage. Warte kurz, da kommt ein Mikro. Ja.
wie wir vorher auch schon gesehen haben mit dem IP-Tables-F, ich finde diese Default-Policies nicht immer so toll. Manchmal ist es besser, gerade wenn man auf einem Server arbeitet mit SSH, dass man seine Drop einfach ans Ende der Input-Tabelle hängt, weil wenn man dann IP-Tables-F ausführt, ist das nämlich auch mit aufgeräumt und man kann immer noch mit SSH weiter auf dem Server arbeiten. Das ist gut, genau. Darauf wäre ich auch noch ein bisschen später weiter eingegangen. Und zwar, glaube ich, auch sogar auf der nächsten Folie. Ja, man schießt sich gerne mal ins eigene Füßchen und dann kommt man gar nicht mehr auf die Kiste drauf. Das ist blöd. Be polite when denying. Wenn man das Drop nicht verwenden will, kann man auch als letzte Regel eine etwas schönere Reject-Regel einfügen. Zum Beispiel ein Custom Chain, Custom Reject zum Beispiel, als letzte Regel in dem Input oder Forward Chain für alle Pakete, die nicht auf Regeln zutreffen. Ich habe da mal ein einfaches Beispiel vorgesetzt, was ich mir mal irgendwann zusammengesammelt habe. Wenn man zum Beispiel im lokalen Netzwerk ist, möchte man zum Beispiel nicht auf jedes Broadcast-Paket mit einem nee, ich will dich nicht antworten. Wenn man Pakete bekommt, die nicht für einen sind, die kein SYN-Paket tragen, was soll ich damit? Warum soll ich darauf antworten? Also das geht in diesem Fall bestehende Verbindungen, die über mich laufen, die ich nicht kenne, so kann ich wegwerfen. Oder zum Beispiel, wenn ich TCP neue Verbindungen habe, ich könnte ja sagen, ich werfe das Paket weg, aber dann weiß ich nicht, warum das Paket gedroppt worden ist. Wenn ich da jetzt sowas wie zurückgebe wie, ja, das ist verboten, weil Admin prohibited, dann weiß ich, dass das gefiltert geworden. Das grenzt sich ein bisschen dazu ab, wenn man in größeren Umgebungen ist, dass einem Router manchmal sagen, nein, ich kenne keine Route dorthin. So kann man dann entscheiden, ja, es ist kein Routenproblem, sondern es ist ein Problem, dass der Admin hier explizit was zugemacht hat. Hilft beim Debuggen. Und bei UDP-Ports, wenn das Unicast-Pakete sind, möchte man eventuell nicht auf jedes UDP-Paket antworten. Also zum Beispiel nur die ersten drei und danach möchte ich jetzt keine weiteren keine weiteren Rejects zurückschicken, weil damit flatte ich ja auch mein Netzwerk. Das sind so ein paar kleine Beispiele, die sehr viel helfen. Dann, wenn man Whitelist-Filtering macht, dann möchte man auf den meisten Hosts, wo vielleicht auch noch der eine oder andere kleine Dienst läuft, immer das lokale Interface akzeptieren. Und zwar, dass Pakete, die auf dem lokalen Interface sind, immer akzeptiert werden. Weil dann passieren komische Dinge. Wie zum Beispiel, irgendwas funktioniert nicht mehr, weil alle Pakete, die an eine lokale IP-Adresse von dem Host selber imitiert werden, laufen nicht über das Ethernet-Interface oder über das Outgoing-Interface, sondern das wird immer über das Loopback imitiert. Und auf Linux ist das so. Warum das jetzt auf die Forward-Chain und nicht die Input-Chain? Das darfst du auch in der Input-Chain machen. Das ist sogar vollkommen korrekt. Danke für den Hinweis. Input-Chain wäre an der Stelle viel korrekter. Gut, der Herr ist noch wach. Vielleicht trinkt er nachher ein Bier mit mir. Wo viele How-Tos immer dran scheitern. Build Atomic oder Rulesets Atomic. Wenn wir so ein Shell-Skript haben, ich habe jetzt die Regeln nach und nach da reingeklimpert, dann sind die Regeln nach und nach drin und dann haben wir zu gewissen Zeiten ein halbes Regelset und zu gewissen Zeiten ein weniger als halbes. Das Regelset wird langsam aufgebaut. Wenn ich dann jetzt nicht unbedingt die Policy Drop führe, dann rauscht jeglicher Traffic, der geroutet werden kann von der Maschine oder für Dienste, die lokal für die Maschine sind, rauscht so durch, ohne gefiltert zu werden. Das heißt, mein Regelset greift gar nicht für eine kurze Zeit, während es neu geladen wird. Dafür gibt es coole Tools und die heißen IP-Table Safe und Restore. IP-Table Safe, wenn ein Regelset mal geschrieben worden ist, dumpt das Regelset und ich kann es mit Verstandard-In von IP-Tables Restore wiederladen. Das ist ein ziemlich cooles Feature und das ist sogar fast atomar, bis auf wenn man das häufiger tut und man kann da interessante Effekte miterleben, wenn man das häufiger tut oder nur Teile der Regelsets neu lädt.
Das ist nahe Automar. Aber das Regelset ist quasi mit Schnipp geladen und mit Schnipp gedumpt. Red Hat zum Beispiel nutzt das, um Regelsets per Init-Skript oder per System-D-Service zu laden, indem es quasi unter etc/sysconfig, IP-Tables oder IP6-Tables solche Regelsets ablegt, die man dann dort schreiben kann. Andere Distributionen haben auch ähnliche Mechanismen. So, das als Beispiel. Ich mache die IP-Tables leer, hatte ich eben schon erwähnt. Ich lösche alle Regeln in allen Chains, ist der erste Befehl. Ich lösche alle Chains, die leer sind, die nicht built-in sind, und dann schreibe ich einfach was neu rein. Hier lege ich zwei User-Chains an, in WAN und in LAN. Und als letztes initialisiere ich erst die Policy. Wenn ich das genau so mache, ist beim ersten Laden des Regelsets die Policy accept und jeglicher Traffic rauscht durch, wenn ich diese ersten paar Befehle ausgeführt habe. Und das ist, dann hat man eventuell Traffic, der leakt. Aber das lädt doch gar nicht, weil du Custom Chains benutzt, die du gar nicht anlegst. Da hat er recht. Ich mag euch alle. Und das SSH bricht doch auch in der Mitte ab, weil die Verbindung weg ist. Ja. Komplexe Rulesets. Ein größeres Thema, gerade wenn man viele Regeln hat und nicht nur 10, sondern vielleicht mal 300. Ich habe zum Beispiel auch eine Firewall eines Hosters mal gesehen, die hatte 400.000 Einträge. Ist halt blöd, weil das ist eine Liste, die von oben nach unten abgearbeitet wird. Und eventuell, wenn da Loops und Verkettungen drin sind für User-Chains, dann vervielfacht sich das. Aber in der Regel hat man als Worst-Case-Runtime O von N. Also für jede Regel mindestens einen Durchlauf. Das kann man ein bisschen, wenn es um IP-Adressen geht oder um Ports geht, kann man das ein bisschen vereinfachen, indem man IP-Sets verwendet. Das ist eins der Matches, die ich eben erzählt habe. Da kann man eine Menge von Sachen reinwerfen und dann geht das schneller, weil das ist nur eine Regel und in einer Menge zu suchen oder in einer dafür geschaffenen Datenstruktur zu suchen, geht halt einfach schneller. Man kann das auch mit einigen händischen Optimierungen machen, gerade für größere Regelsets ganz praktisch. Aber auf jeden Fall ganz wichtig, darauf zu achten, dass das alles möglichst atomar geladen werden sollte. So, Ruleset-Management ist deswegen nicht easy. Erstmal muss man entscheiden, filtert man für den lokalen Host, also möchte man den lokalen Host zunageln, dass der nicht alle Dienste exposed und nach draußen anbietet. Oh, minus eins, nee, null sogar schon. Ja dann, ich bin glaube ich auch auf den letzten drei Folien. Und die Leute haben auch zwischendrin gefragt, insofern alles gut, glaube ich. Wir haben ja noch zu den 15 Minuten Q&A. Genau. Das eine ist Host versus routerbasiertes Filtering. Filtere ich auf einem Linux-Büchse, die routet, oder filtere ich für den Host oder mache ich sogar beides? Kann man machen, je nachdem, wie man es zu Hause kann man beides machen. Wenn man das ein bisschen größer aufzieht, möchte man doch eher Router sind Router und Hosts, die Services anbieten, sind Hosts machen. Wenn man sowas baut, denkt darüber nach, euch Services zu definieren. Und auf diese Services zu verweisen. Zum Beispiel, dass man alles, was für einen Samba-Server zuständig ist, dass man dafür eine Unterchain baut. Dass folgende IPs bieten mir Samba-Services an, also File-Services. Dann sollen die aus folgenden Netzen erlaubt sein. Da kann man eine schöne Kommunikationsmatrix zu bauen. Viele Softwares stellen die leider nicht zur Verfügung, weshalb man Firewall-Regeln immer meist durch Reverse-Engineering, gerade bei komplexen Protokollen, herausfinden muss. Das ist leider blöd. Aber da gibt es ein paar Helfer für. TCP-Dump, ein bisschen Erfahrung, manchmal ein bisschen Dokumentation dazu. Ein bisschen was zu Graphical Tools. Also ich habe viele Graphical Tools gesehen, auch von kommerziellen Produkten. Sie haben mich alle nicht überzeugt, weil wenn man einfache Regelsets hat, dann hat man 10 Regeln oder 20 Regeln, dann kann man sie auch eben schnell runterschreiben. Wenn man komplexe Regelsets hat, dann hat man das Problem nicht verstanden, wenn man es immer noch grafisch managen möchte und man verliert die Übersicht. Gerade dann, wenn man in so ein Regelset alle Nase lang mal pflegt und nicht jeden Tag was dran ändert. Für die Kommandozeile, beziehungsweise wenn man eine Domain-Specific Language dafür liebt, gibt es Firm. Und das kann sogar für multiple Hosts Regeln generieren. Das ist sehr schön.
Mit dem Kollegen, der eben schon einige Vorträge gehalten hat, haben wir mal ALF geschrieben, was sich gerade um Kommunikationsmatrixen kümmert. Das haben wir für die Uni Paderborn geschrieben. Ferm-I. Ferm-I? Ferm-I appliziert die Regeln und fragt dich, ob du immer noch per SSH auf dem Rechner bist. Und wenn ich ja sagst, werden sie zurückgerollt. Ja, das ist cool. Danke für diesen Einwurf. Also Ferm hat schon das Feature. ALF hat so ein Feature auch. ALF wurde gebaut, um mal ein ganzes Unirechenzentrum oder einen Teil des Unirechenzentrums hinter eine Firewall zu ziehen, die sogar hochverfügbar war. Irgendwann 2004 oder 2005. Ja. Und deswegen Most Graphical Tools, zack, sorry. Wer ein schönes gefunden hat, kann es mir gerne zeigen. Ich bin nicht überzeugt. Das ist die Folie, die ich als Bonus dran gemacht habe. Man kann nämlich mit diesem Redirect-Target und T-Proxy auch schön Traffic mitsniffen. Wie zum Beispiel mitsniffen, analysen und modifizieren. Dafür gibt es zum Beispiel sowas wie Mittem-Proxy, was ich hier erwähnt habe. Und damit man das lokal eventuell verwendet, lokal kann man das so machen. Mit T-Proxy wird es ein bisschen komplexer, aber damit kann man aber auch auf andere Hosts redirecten ohne Schmerzen. Das werde ich jetzt nicht mehr zeigen. Jetzt vielleicht noch kurz dazu. Man kann nicht nur NAT damit machen, man kann auch Packet Mangling machen. Das heißt, man kann zum Beispiel man kann zum Beispiel den Start-TLS-Header aus einer SMTP-Verbindung rausschneiden, sodass kein Krypto mehr möglich ist, weil der Client es nicht sieht. Ja, es gibt irgendwie Three-Letter-Agencies, die das wohl tun. Möglicherweise, keine Ahnung, vielleicht sind sie auch ein bisschen intelligenter, aber man kann das tun. Gerade in Netzwerken, denen man nicht vertraut, besser direkte SSL-Verbindungen wählen als Start-TLS-Verbindungen, weil sowas geht nämlich bei Start-TLS-Verbindungen. Dann kann man Traffic-Shaping mit dem Tool TC machen und man kann, ohne dass eine IP-Adresse vorhanden ist, auf Brücken filtern. Wird relativ komplex, aber kann man coole Sachen mitmachen. Und man kann im Falle eines DDoSes, auch schon in der Praxis erlebt, größere Mengen von kleinen DNS-Paketen auf dem Host rausfiltern, sodass der DNS-Server noch läuft. Und man kann sogar nachgucken, für welche Klasse von Anfragen das gekommen ist. Dafür gibt es spezielle Matches, wie zum Beispiel Berkeley Packet Filter Matches oder U32 Matches. Wer dazu Fragen hat, gerne auf mich zukommen. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Und die Future ist, IP-Tables lebt immer noch. Was gerade in aller Munde ist, ist BP-Filter. Und das ist deswegen total interessant, auch wenn es sehr in den Kinderschuhen steckt. Sie machen das alles über eine virtuelle Maschine, die den sogenannten Berkeley Packet Filter verwendet. Und viel Hardware kann Berkeley Packet Filter verstehen. Das heißt, man kann eventuell Filtering Capabilities, die sonst CPU-Ressourcen kosten, auf Netzwerkhardware auslagern. Und das sogar dann mit denselben Regelsets oder selben Programmen, die man geschrieben hat, für den Linux-Kernel als auch für die Netzwerkhardware. Das sind die References für später. Viel lernt man übrigens bei der Linux Advanced Routing und Traffic Control How-To. Sehr schöne Dokumentation und eigentlich meines Erachtens die beste, die IP-Tables irgendwie mitcovert. Und Ferm, weil selber praktisch verwendet. Und damit möchte ich auch schließen und danke, dass ich auch überziehen durfte. Genau, bei Fragen kurz melden und beim Rausgehen auf einen von diesen vier Knöpfchen drücken, um den Talk zu bewerten, bitte. Vielen Dank. Fragen? Keine? Gut, dann ja. Danke nochmal.